Ist es denn wirklich notwendig, dass man an Flughäfen seit einigen Jahren Maschinengewehre sieht? In Europa wächst die Angst vor Terrorismus. Ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr Freiheiten aufgeben für mehr Sicherheit. Ja, man könnte ja auf den ersten Blick meinen, dass das insgesamt so ein Prozess ist, nicht? Also am Flughafen wird es immer schwieriger, durch den Security-Check zu kommen. Man darf nicht mal mehr eine Flasche Wasser dabei haben. Was soll bitte an der gefährlich sein? Die Überwachungskameras sind an jeder Ecke. Also man könnte das Gefühl haben, dass wir in eine Überwachungsgesellschaft hinübergleiten und dass das gerechtfertigt wird durch die Angst vor dem Terrorismus. Gut, wenn das so ist, ja, wenn wir tatsächlich das beobachten müssen, dann haben wir natürlich ein Problem. Und das Problem sieht ganz einfach so aus, dass man sich auf Dauer nicht durch solche kleinen Maßnahmen davor schützen kann, dass Menschen, denen es egal ist, ob sie leben oder sterben, andere Menschen töten. Das heißt, egal wie viel Überwachung wir einbauen, wir können uns nicht schützen. Das ist also eine falsche Vorstellung. Der Terrorist ist immer schneller, ne? Ja, erstens ist der Terrorist immer schneller, aber zweitens ist auch das Problem, dass der Terrorismus ja darin besteht, nicht dass bestimmte Dinge geschehen, also zum Beispiel Selbstmordanschläge, die sind an sich schrecklich, offensichtlich, sondern darin, dass wir unsere Verhaltensweisen und unsere Lebensform ändern, weil wir Angst vor etwas haben. Im Wort Terrorismus steckt das Wort Angst drin. Und beim Terrorismus geht es nicht darum, dass eine bestimmte Anzahl von Menschen sterben, sonst würden die Terroristen immer versuchen, möglichst gigantische Anschläge zu machen, sondern es geht darum, das Gefühl zu wecken, dass wir dauernd bedroht sind. Und wenn wir auf das Gefühl einer dauernden Bedrohung reagieren durch den Umbau der Gesellschaft, dann ist der Terrorismus erfolgreich. Also es geht ja nicht nur um die psychologische Angst, da passiert ja auch schon was, da gibt es ja auch immer wieder Sicherheitslücken. Ja, das ist natürlich völlig klar. Es ist so, dass es den Terrorismus wirklich gibt. Das heißt, alle diese die Republik gefährdenden und ihre freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdenden Gruppen, die sich militarisieren, die stehen selbstverständlich unter Überwachung. Und in dem Fall sollte man auch dem Überwachungsstaat genug Rechte geben, um das tun zu können. Bist du dann bereit, mehr Freiheit abzugeben, nur für das Gefühl, mehr Sicherheit zu haben oder sich sicherer zu fühlen? Man möchte natürlich nicht Freiheiten abgeben, lediglich für das Gefühl der Sicherheit. Deswegen müssen natürlich auch die staatlichen Organe eine Rechtfertigung dafür liefern, warum etwas Bestimmtes geschieht. Zum Beispiel, ist es denn wirklich notwendig, dass man an Flughäfen seit einigen Jahren Maschinengewehre sieht? Ja? Also das Gefühl, dass plötzlich mich Maschinengewehre umgeben, könnte einerseits mir den Eindruck geben, dass es jetzt sicherer ist, andererseits mir aber auch den umgekehrten Eindruck geben, dass es jetzt unsicherer ist. Das heißt, für ein Gefühl gebe ich keine Freiheit ab. Wohl aber, wenn mir jemand die Informationen liefert, dafür, dass das eine notwendige Maßnahme ist. Man darf gerne mein Handy abhören, wenn man dafür sorgt, dass die Welt ein sicherer Ort wird.